Fanna Mystery Eistee Teil 1 Taste the Secret. Ja, eine Rätselsorte ist von Fanna offiziell jetzt im Handel und ist, wie gesagt, die erste Sorte. Es soll insgesamt 3 Sorten geben. Wir probieren Sorte 1 heute aus und ich bin gespannt, nach was diese Edition schmecken wird. Willkommen bei der Foodschau! Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, wir testen heute Fanna Mystery Eistee Teil 1 Taste the Secret. Ja, eine weitere Rätselsorte ist im Supermarkt aufgetaucht. Macht ja Fanta regelmäßig seit ein paar Jahren. Wir hatten vor kurzem auch Durstlöscher in der Mystery Edition. Und jetzt ist auch Fanna am Start mit dem ersten Teil seines Mystery-Rätsels, muss man ja wirklich sagen. Denn es wird 3 Rätsel insgesamt geben. Denn es wird bis September 2024 noch 2 weitere Editionen geben. Angeblich. Mal schauen, ob es wirklich so ist. Sie haben es Teil 1 genannt. Das wird so bisher suggeriert, wird auch so sein. Aber mal gucken, ob das wirklich eine coole Geschichte ist dieses Mal. Weil dieses Rätsel macht ja wirklich vielen Spaß. Ich fand es bei Fanta ein bisschen nervig irgendwann. Auch diese abgedrehten Geschmäcker, wo eigentlich danach nichts mehr geschmeckt hat und dann irgendwie Getränke nach Kuchen schmecken sollten. Und irgendwie siehst du nie die Auflösung. Also ich weiß nicht, wann man diese Auflösung sein soll, aber man findet dann auch immer nichts mehr darüber. Das finde ich auch mal ein bisschen traurig. Ich hoffe, Fanta macht das besser. Ja, und diesen guten Eistee habe ich jetzt bei Netto Markendiscount gekauft. 2 Liter für 1,29 Euro. Das ist natürlich ein günstiger Preis, 2 Liter auch ordentlich. Mir teilweise immer so große, wie trinke ich gar nicht. Also ich würde mich auch über kleinere Packungen freuen, nur diese 750er oder 500er, diese kleinen Packs, würde mir völlig ausreichen, aber immer Geschmackssache natürlich am Ende. Ja, Taste the Secret. Ein ganz großer Hinweis ist natürlich auf der Packung direkt zu sehen, man sieht Blaubeeren. Man sieht ja eine Blaubeere, man sieht da eine Blaubeere, hinten auf der Packung tanzt noch eine Blaubeere. Lässt natürlich schon mal drauf schließen, könnte in die Blaubeerrichtung gehen. Natürlich steht hinten nicht drauf, was es ist. Ihr seht jetzt gleich die Zutaten, Nährwerte. Da wird es euch natürlich nicht verraten, dass das jetzt das oder das ist. Ich blende euch erstmal ganz kurz nochmal das Bild ein, wo ihr abtippen oder abstimmen könnt. Also das wäre hier, das sieht man hier. Ich blende euch das aber als Bild ein, das ist für euch ein bisschen einfacher so. Und dann könnt ihr schon mal sehen, da könnt ihr eure Stimmen abgeben, auch glaube ich die Gewinne sehen und Co. Ja. Und außerdem sei gespannt, 2 weitere Packungsitzungen. Also steht hier sogar noch mit drauf in den 2 Packungen. Ich habe das erst auch nicht online nur gelesen. Naja, so sieht es da aus. Da könnt ihr also drauf gehen und ja, eure Stimme abgeben und gewinnen. Teilweise sogar, heutzutage machen ja so viele Videos und Unboxings und Co., dass manche die Edition nie kaufen und trotzdem einfach ihre Stimme abgeben, weil sie sparen sich die ganze Kauferei, obwohl das für den Preis, wie gesagt, legitim ist. Was bekommt ihr hier? Was ist das für ein Eistee angeblich? Es ist ein Teegetränk mit Meerfruchtgeschmack, direkt gebrüht aus Holunderblüten und weißem Tee. Also könnte man sehen, es könnte Holunderblüte mit weißem Tee und Blaubeere sein. Das wäre aber langweilig, finde ich persönlich, wenn das so ist, weil dann hätte man es ja sofort raus. Schauen wir gleich mal. Ein Aufguss aus Holunderblüten mit weißem Tee, aus Wasser, Holunderblüten, weißem Tee, dann natürlich Zucker, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Aroma. Das war es dann auch. Das Aroma ist natürlich dann das Mystery daran. Dann steht natürlich drauf, wie viel da auch drin ist. Innerhalb von 3 Tagen verbrauchen, das finde ich echt krass. 2 Liter Eistee in 3 Tagen. Und 26 Kalorien auf 100 Milliliter und davon sind auch 6,3 Gramm Zucker. Das Produkt ist vegan, denn es ist ja einfach nur ein Tee, wo keine tierischen Inhaltsstoffe drin sind. Und er wurde nicht irgendwie gereinigt mit Gelatine. Das gibt es nämlich leider im Getränkebereich sehr, sehr oft, dass manche Produkte versucht werden, klar zu kriegen, wenn man Gelatine reinmacht. Also kannst du die filtern. Ist bei Apfelsaft sehr, sehr oft. Aber wir gucken jetzt mal. Wir probieren den direkt. Ich fülle den euch jetzt in ein Glas. Ich schüttel den einmal durch, damit sich der Geschmack nochmal verteilt. Falls einer fragt, was da im Hintergrund los ist. Im Hintergrund läuft eine Pizza. Die braucht aber 20 Minuten. In der Zwischenzeit drehe ich das Video. Das habe ich in 20 Minuten vorher fertig, bevor der gleich der Backofen piept. Schauen wir also mal von der Optik. Also ich kann jetzt mal riechen. Ja, man riecht auf jeden Fall, dass es weißer Pfirsich ist. Also das riecht man sofort durch. Das ist für mich einfach so ein Geruch, den habe ich sofort. Also weißer Tee, aber für mich riecht es direkt nach Pfirsich. Ich habe sofort einen Pfirsichgeruch in der Nase gehabt. Und es ist dieser White Peach Geruch. Ach, man kann das noch weiter umknacken. Ja, guck mal an. Diese neuen Deckel, die dranbleiben, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. So, und jetzt muss ich doch einen kleinen Break machen, wegen der Pizza im Hintergrund. Die braucht noch ein paar Sekunden jetzt bei geschlossener Tür. Bis zum Testen reicht es aber. Also, schauen wir mal optisch. Ja, da sieht man jetzt nicht viel. Also, ist okay. Also, sieht aus wie ein weißer, durchsichtiger Eistee, ne? Geruch. Ich habe diesen Pfirsich einfach in der Nase, aber es soll kein Pfirsich sein, ne?
Mal gucken, es stand ja auf der Packung drauf, dass die Packung uns den Hinweis gibt. Das hatte ich ja gerade auch nochmal, das hattet ihr in der Einblendung auch nochmal gesehen. Das hatte ich dann ja auch nochmal gesehen, dass die Packung uns verraten soll, hauptsächlich, was es natürlich ist. Steht jedenfalls so auf der Packung auch drauf. Aber vom Geruch. Also ich schmecke da keine Blaubeere. Also die Blaubeere ist ja drauf, ne? Aber ich schmeck keine Blaubeere. Ich schmecke Holunder, ja, aber das steht auch hinten drauf. Das macht aber keinen Sinn, wenn es nur Holunder wäre. Oder soll Holunder in einer Kombination sein mit irgendwas? Das kann natürlich auch sein, dass es Holunder in Kombination ist und die Blaubeere uns komplett auf die falsche Fährte führen soll. Aber nach was schmeckt das? Es ist süß, es hat diesen typischen Eischarakter. Also Holunder ist mega präsent, nach Pfirsich schmeckt das aber nicht. Also das, was ich erst gerochen habe, das ist ein anderer Geschmack. Aber was soll das dann sein? Blaubeere, hundertprozentig nicht. Ich könnte jetzt hier eine Blaubeere aus dem Gefrierer nehmen und die würde nicht so schmecken. Das kann keine Blaubeere sein, das muss ein anderer Geschmack sein. Was steht denn hier nochmal genau? Wir gucken nochmal, was stand denn hier genau drauf? Einfach tasten und mitraten. Und keine Sorge, wenn deine Geschmacksknospen gerade nicht aufblühen, wie jetzt gerade gleich bei mir. Die Verpackung offenbart bereits zwei Geschmacksrichtungen. Entdecke und errate die drei weiteren. Finde das Tor auf der Packung. Was? Finde das Tor auf der Packung, tauche in eine Welt voller Genuss ein. Warum drei? Die Packung offenbart bereits zwei. Also sollen das hier drei verschiedene Geschmäcker sein? Auf welches Tor soll ich denn achten? Also man sieht auf jeden Fall Blaubeeren in Massen. Hier sieht man. Man sieht, dass überall so Holunderblüten sind. Das ist auch da. Das schmeckt man auch. Blaubeere, wie gesagt, schmecke ich null. Entdecke das Tor. Hier sind Eiswürfel noch drauf. Blaubeere, Holunder, Holunder, Holunderblüten. Also eine Sache ist noch drauf, die ich hier gerade an der Ecke so ein bisschen sehe. Aber es ist kein Tor. Aber es ist das Einzige, wo ich sagen würde, das unterscheidet sich gerade mal von der Optik von der ganzen Packung. Hier an der Seite, da, ist eine Kaktus, also ein Kaktus zu sehen. Kaktusfrucht, Holunder, Kaktusfrucht, aber der macht die Blaubeere keinen Sinn. Aber welche, jetzt steht ja da die anderen drei Geschmäcker. Das verstehe ich jetzt nicht ganz vom Satz gerade. Verpacken offenbart bereits zwei Geschmacksrichtungen. Entdecke sie und errate die drei weiteren. Das heißt ja, das müssten ja fünf Geschmäcker sein, die ich jetzt hier erraten soll. Also Holunder, Blaubeere, Kaktus, Pfirsich, weil ich es vielleicht gerade so aus Gedankengang hatte, aber was soll denn da die fünfte sein? Keine Ahnung, ich komme da nicht drauf, Leute, keine Chance. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht ganz, ob das jetzt nur zwei Geschmacksrichtungen sind oder fünf. Wenn es zwei sind, soll es vielleicht Blaubeere... Ja, das passt ja dann auch nicht, wenn die auf der Packung sind. Ne? Oder zwei sind auf der Packung drauf. Da sollen uns die Blaubeere komplett in die Irre führen. Und es ist am Ende Holunder-Kaktusfrucht oder Kaktusfeige. Er schmeckt. Aber ich komme nicht drauf. Der Holunder ist präsent vom Geschmack. Also den schmeckst du sehr extrem. Aber da ist noch irgendwas dabei. Aber es sind auf keinen Fall drei Geschmäcker oder fünf Geschmäcker, die da kombiniert sind. Ich kann es euch nicht sagen. Tut mir leid. Ich würde es euch gerne sagen, aber ich kann es euch nicht beantworten. Ihr müsst es selber rausfinden. Also mein Tipp wäre wirklich Holunder, Kaktusfrucht oder Kaktusfeige. Die Info habt ihr jetzt. Mehr kann ich euch aber auch nicht dazu sagen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Welchen Geschmack habt ihr rausgefunden? Ich finde es sehr, sehr verrückt und... haben sie vielleicht gut gemacht, aber auch vielleicht einen Tick zu verwirrend mit diesen Texten und mit der Packung. Und nicht, dass es am Ende komplett in die Hose geht und keiner es rausfindet. Ich bin gespannt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sage danke fürs Foodschauen. Ich kümmere mich jetzt um die Pizza. Darum, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Bob.